Hallo liebe Schwertwar-Liebhaber, ich hoffe euch geht's gut. Ich bin nach meiner zweimonatigen Pause wieder am Start für euch, um Content zu produzieren, der euch hoffentlich glücklich macht und unterhält. Passend zum Start diesen Freitag von der PoE-Season wollte ich ein Spark-Video für euch machen, wo ich einfach mal so erkläre, warum es aus meiner Sicht einer der geilsten Spells in ganz Path of Exile ist. Punkt Nummer 1 ist hier ganz klar, dass ihr mit diesem Bild den kompletten Content in ganz Path of Exile clearen könnt. Das ist ziemlich cool, ihr könnt wirklich diesen Bild hier als Starterbild nutzen und später ins Mapping übergehen und ganz zum Schluss wirklich alle Bosse easy peasy legen. Also dieser Build ist wirklich ein Allrounder, ihr braucht nur diesen Spark-Charakter und könnt damit wirklich alles machen. Das ist sehr, sehr cool und da kommen wir nämlich auch schon passend zum nächsten Punkt. Und das ist nämlich die Flexibilität, die dieser Build mitbringt. Also Spark ist sehr, sehr flexibel. Ihr könnt eine Poison-Variante spielen, eine Crit-Variante. Könnt konverten, also den Lightning-Damage in Cold-Damage konverten. Damit freest ihr die Gegner, könnt Chill-Effekte benutzen, könnt euch auch selber chillen. Und ihr hört schon, eine Menge Flexibilität bringt dieser Build mit sich, was ihr hier alles machen könnt. Sehr, sehr cool, macht sehr, sehr viel Spaß, hier seinen eigenen Stuff auszuprobieren und in diesem Build einfließen zu lassen. Gehen wir weiter zum Scaling, weil dieser Build scaled Bombe. Also desto mehr Investment ihr hier reinsteckt, desto stärker wird dieser Build. Das liegt daran, dass er halt so super scaled. Das liegt an Arc, denn das ist nicht nur ein Spell, der hat auch den Duration Tag, den Lightning Tag und profitiert sehr, sehr stark von Cast bzw. Action Speed. Das ist super cool, weil euch wirklich einzelne Aspekte von den eben genannten Affixen extrem buffen. Wenn ihr Handschuhe findet mit Cast Time oder mit Pierce on Hit, ist das übelst heftig gut. Ihr scaled also bis zum Mond und werdet später einfach eine Todeszerstörermaschine. Super cool. Super funny und ja, dieser Spell hat übelst hammergutes Scaling. Playstyle. Ja, der Spark-Build bietet einen sehr speziellen, einzigartigen Playstyle, weil eure kleinen Dinger natürlich immer an den Wänden abfallen und dadurch ihr in engen Gassen, sage ich mal, oder bei Maps wie zum Beispiel Crimson Temple oder diese Tunnel sehr, sehr hart overperformt. Die Viecher prallen von den Wänden ab, kommen zurück, laufen, als ob die Crack genommen haben, durch die Karte und ihr cleart einfach alles. Auch beim Leveln ist dieser Spielstil schon zu erkennen, da ist es aber noch nicht so heftig mit den Abfallen, weil der Gem natürlich noch nicht so hoch ist und ihr noch nicht die dementsprechenden Buffs habt, um die Dinger quasi vernünftig abbouncen zu lassen. Trotzdem, der Playstyle sehr, sehr unique, einzigartig, gibt's in keinem anderen RPG und deshalb ist das hier auch nochmal eine klare Empfehlung, dass ihr vielleicht wirklich mal einen Spark-Build ausprobiert. Zu guter Letzt ist hier der Vorteil an Spark, dass ihr Anime Princess, das ist ein YouTuber, den verlinke ich hier auch in der Section unten, lasst den guten Dude ein Abo da,
weil das hier ist eine sehr, sehr starke Referenz für diesen Bild. Er hat Guides, wie man alles macht. Crafting, Atlas-Strategien, wie ihr auf Poison baut, wie ihr auf Crit baut, wie ihr den Heatcheaver benutzt mit den Ringen, wann ihr die Transition macht. Das alles noch in PUB aufbearbeitet, also richtig schön gemacht. Level Guide auch am Start. Anime Princess, der hat glaube ich jetzt 7000 Abonnenten, macht aber so krassen Stuff, einfach so detailreich. Und egal was ihr wissen wollt, er ist die Quelle aller Informationen für Spark. Gönnt euch, checkt den ab. Und ja, wenn ihr Spark spielt, kommt ihr um Anime Princess nicht wirklich drum herum. Und das war's auch schon mit diesem kleinen, aber feinen Video kurz nach League-Start. Wenn ihr noch Bild sucht, habe ich euch das hier in der Endcard verlinkt. Hat sich ja nicht viel geändert. Also gönnt euch, ich habe da über 30 Builds vorgestellt mit Links zu den Referenzen, also meistens sind das YouTuber. Checkt das gerne aus, falls ihr noch starten wollt und das letzten Freitag oder diesen Freitag nicht gemacht habt. In Zukunft kommen wieder mehr Videos und Shorts. Ich habe in den letzten 2 Monaten hart meine Design Skills improved. Also ich habe zeichnen gelernt und vektorisieren. Beim Animieren bin ich momentan noch dabei. Also freut euch auf neuen speziellen Content, der Design und Gaming vermischt oder beziehungsweise kombiniert. Ich hoffe, diese Kombination ist mir gelungen. Falls ihr mich noch nicht kennt oder mich kennt und nicht abonniert habt, klickt auf den Abo-Button, um nichts zu verpassen. Ich freue mich in Zukunft auf euch und ja, gebt mir gerne Feedback. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart morgen und farmt richtig fleißig in der neuen Path of Exile Season. Bis denne!